Ja, gerne. Tschüss. Geht's bei dir auch zu Hatsch? Ja, bei dir auch? Ja. Salam alaikum. Alaikum salam. Yahya mein Name. Said, freut mich. Mich auch. Said. Das ist meine 10. Hatsch. Mashallah, sehr schön. Und deine, wie viel ist das? Es hat sehr lange gedauert, bis es zum heutigen Tag gekommen ist. Das ist meine erste Hatsch. Ich will dich aber nicht mit meiner Geschichte nerven. Wir müssen sowieso warten. Auf die Gruppe. Ja, mit Warten hat es angefangen, meine Geschichte. Ich musste viele Jahre warten, um die Hatschreise zu machen. Nach 10 Jahren Arbeit als Physiotherapeut in einem privaten Krankenhaus hatte ich vor ungefähr 6 Monaten endlich mein Geld für die Hatsch zusammen. Und so bin ich wie gewohnt zur Arbeit, nur dieser Tag war eben ein ganz besonderer Tag für mich. Ich liebe meinen Job, natürlich habe ich auch blöde Tage wie jeder andere auch, aber wenn man mich fragen würde, was das Beste daran ist, dann ist es auf jeden Fall die Verbindung zu meinen Patienten. Und vor allem gab es da einen bestimmten, an den ich sehr oft denken musste. Es war ein kleiner Junge aus Syrien. Durch eine Bombenexplosion im Krieg war er von den Beinen herab gelähmt. Seine Mutter überlebte nicht. Sein Vater schaffte es nur mit Mühe und Not, das Land zu verlassen und zu uns zu kommen. Und genau an dem Tag traf ich den Vater des Kleinen zufällig im Gang. Kannst du mit mir reinkommen? Man konnte die Bedrücktheit in seinem Gesicht förmlich ablesen. So, was ist denn los, Bruder? Ich möchte mich verabschieden. Was? Wieso? Das ist unser letzter Tag im Krankenhaus. Dein Sohn ist noch nicht fertig mit der Behandlung. Ich verstehe jetzt nicht, warum. War meine Behandlung nicht in Ordnung, oder? Doch, deine Behandlung war sehr, sehr gut. Vielen Dank, Barbara. Ich verstehe das jetzt nicht so ganz. Ich muss jetzt leider gehen, aber wir werden nochmal miteinander reden, okay? Okay. Alles klar. Salam. Alles. Warum wollte nicht die Behandlung weitermachen? Das habe ich mir dann auch gedacht. Und dann bin ich zur Verwaltung vom Krankenhaus gegangen und habe versucht herauszufinden, woran es liegt. Man sagte mir, dass der Vater des Jungen seinen Job verloren hatte und deshalb die Behandlung nicht mehr weiterzahlen konnte. Ich fragte, ob das Krankenhaus die Behandlung weiterführen könnte oder ob es irgendwas gäbe, was man machen könnte. Ich fragte sogar, ob ich nach meiner regulären Arbeitszeit den Kleinen behandeln dürfte. Sie verneinte alles und nannte mir nur den fälligen Betrag und die entsprechenden Kontodaten. Es war dieselbe Summe wie meine Hatschersparnis. Und so nahm mein Arbeitstag sein Ende. Ich ging erstmal heim, machte mir einen Tee und setzte mich auf meine Couch. Ich wollte erstmal abschalten. Aber die Sache mit meinem kleinen Freund gab mir einfach keine Ruhe. Also ging ich erstmal Wudu machen und betete Isha. Nach dem Gebet dachte ich kurz nach und dann hebte ich meine Hände hoch und sagte folgende Dua. O Allah, du weißt, was ich fühle und du weißt, dass ich mich nach nichts mehr sehne, als dein Haus zu besuchen und die Moschee deines Propheten zu sehen. Du weißt, dass ich mein ganzes Leben für diesen Moment gespart habe, aber ich gebe diesem armen Mann und seinem Sohn den Vorzug über mir selbst. Bitte entferne mich nicht von deiner Gunst. Daraufhin öffnete ich einfach meinen Laptop und zahlte alles, was ich hatte, wodurch die Therapie für weitere 6 Monate verlängert werden konnte. Der Dame vom Management hatte ich zuvor gesagt, falls ich das Geld überweisen sollte, sollte keiner erfahren, dass das Geld von mir kam. Ja. Ich hatte so lange von der Hatschreise geträumt. Das Grab von unserem geliebten Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sehen, den kühlen Marmorboden auf meiner Stirn zu spüren,
die grüne Kuppel anzuschauen. Die Kaaba mit Brüdern aus den verschiedensten Völkern der Welt zu umrunden. Ich war so nah dran und dann wieder so weit entfernt. Mit was hast du deine Hajj bezahlt, Bruder? Das ist eine gute Frage, Bruder. An dem Tag war ich sehr, sehr traurig. Die Chance meines Lebens vertan zu haben. Aber gleichzeitig war mein Herz mit Freude erfüllt. Ich konnte einem tollen Mann aus einer Notlage helfen. Nach ein paar weggewischten Tränen bin ich schließlich auf meiner Couch eingeschlafen. Und in dieser Nacht hatte ich einen Traum, den ich nie in meinem ganzen Leben vergessen werde. Ich sah die Kaaba direkt vor meinen Augen. Ich sah mich selbst Tawaf machen. Und die Leute wendeten sich zu mir und sagten: Hajj Mabrur, ja Sa'id. Denn du bist derjenige von uns, der die Hajj zuerst in den Himmeln vollzogen hat, bevor er sie auf Erden vollzog. Ich wachte direkt nach dem Traum auf und wusste erstmal nicht, wo ich war. Bis ich irgendwann realisierte, dass ich auf meiner Couch eingeschlafen war. Und langsam aber sicher erinnerte ich mich an den Traum, den ich soeben geträumt hatte. Und je mehr ich mich erinnerte, desto mehr füllte sich mein Herz mit Freude. Der nächste Tag fühlte sich selbst wie ein Traum an. Draußen war alles voll mit Schnee, es war alles weiß. Ich machte mir erstmal Frühstück und natürlich wieder meinen Tee. Ich glaube, so langsam weißt du, dass ich Tee sehr gerne mag. Und dann klingelte plötzlich mein Handy am frühen Morgen. Hallo? Ja, hallo, Herr Hamidi. Ja? Ja, guten Tag, mein Name ist Dr. Reichert. Also ich bin vielleicht, wer ich bin, von der Klinik. Sie sind doch der Chefarzt von unserem Krankenhaus, oder? Ja, genau, da bin ich. Ich weiß, wir kennen uns nicht, aber ich würde gerne eine persönliche Frage stellen. Ja, klar. Okay. Ich habe meine Bruder auch gesehen, im zweiten Stock. Sie haben gebeten, das ist doch was für uns, das richtig. Ja? Gott sei Dank. Ich bin mittlerweile seit 10 Jahren zum Islam übergetreten. Haben wir eigentlich vorgenommen, die Hajj-Pilgerreise zu machen. Mussten aber für diesen Zweck keine Begleitung zu sprechen. Ich hätte das heute mitnehmen. Sie haben vielleicht also mich auf dem Berg gesehen. Ich hatte dieses Problem beim Bein. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn Sie mich eventuell begleiten könnten und für diese Reise gemeinsam machen könnten. Ich würde natürlich alle Kosten bei Ihnen nehmen. Wallah Said, ich fühle mich beschämt. Ich bin ein Jahr nach dem anderen in die Hajj gegangen, aber deine Hajj ist wie 1000 von meinen. Sag das nicht, Bruder. Aber danke. Danke dir, mein Bruder.